Und somit Servus zurück zu Let's Play Battlefield 1. Wir sind hier gerade noch in der Wüste unterwegs. Und erkunden uns, haben einen Auftrag hier. Die Steine fliegen. Ich habe Angst, fliegende Steine. Fliegen aber alle. Okay, fliegende Steine. Vor mir aus. Da auch noch. Und heute begutachten wir fliegende Steine. Wow. Nein. Wir sollen hier unten, da drüben und da unten jeweils Botschaften uns holen und diese an den Zug senden. Blöderweise fährt hinten immer wieder ein Auto hin und her. Mein Parcours. Da lieber, da lieber, da wieder zurück. Wir müssen auch noch da hinten hin. Wird interessant werden. Auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal, wo es hier runter geht. Hier nicht. Ah, da vorne. Direkt vor uns. War ja klar. So. Ich würde sagen, wir reiten einfach mal mit dem Pferd hinunter. Und dann da nach drüben. Eigentlich ist es ja viel, viel dunkler. Ich habe es nur heller eingestellt, damit ihr auch etwas seht. Wir könnten aber mal kurz mal schauen, wartet kurz. Optionen. Video. Helligkeit. Machen wir 40. So, weiterspielen. Ist ein bisschen dunkler jetzt oder? Ich finde, es ist atmosphärischer da, ne? Und ihr seht aber trotzdem noch genug. Nachdem das einmal der Fall war. Damit ihr nichts gesehen habt und ich relativ relativ wenig, habe ich das ganze Ding etwas heller gemacht. So. Wir bräuchten erstmal eine andere Waffen. Ist ein Pferd. Eliminiere den Kommandeur. Ich würde gerne da oben erstmal schon. Wegen Waffen. Das wäre jetzt mein erstes Hauptziel. Was da gar nicht blöd wäre, aber wir haben nur so eine fette Wumme. Die jetzt auch nicht schlecht ist, aber um hier entlang zu schleichen, wäre vielleicht noch eine kleine Wumme. Nicht schlecht. Oh. Ja, ganz klug gewesen. Nehmen wir die noch mit. Da haben wir keine Wurm mehr. Was haben wir denn hier? Ne, Haifischflosse finde ich nicht so gut. Ja, nehmen wir einfach mit. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, kann man auch mal noch mitnehmen. So. Jetzt haben wir noch eine kleine Waffe. Mit der lässt es sich doch hier viel, viel besser umschleichen. So. Wir müssen den Kommandanten töten. Da kommen wir nicht weiter. Wir können aber hier in die Tür reingehen. Ich muss nur mal umlangen. So. Ja, jetzt super. Tür hat es jetzt uns vollbracht. Jetzt bin ich wieder hier. Haha. Okay. Okay, gut, das ist ein Fässer. Na, und schaut es mal auf der anderen Seite. Gut.
Einen sehe ich bis jetzt nur. War jetzt gerade etwas leiser. So, schauen wir nach oben. Ich möchte halt auch kein Aufsehen erregen. Nehme ich jetzt einfach rumballer. Wie ein Wilder. Wie ein Blöder. Hält es uns? Okay. Kommen hier auch noch raus? Ah, da hinten kommen auch noch raus. Aber das bringt uns relativ wenig. Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Das sieht aus wie Flammenwerfer. Den Medienkommandeur. Un momento. Das ist ja unmöglich hier. Müssen wir ein bisschen dunkler machen. Eindeutig. 25%. Seht ihr auch noch was? Ja. Geht so. Das hier seht ihr. Aber das hier nicht mehr so wirklich. Ja, aber ist schon atmosphärisch jetzt hat. Okay, gut, wir müssen den Kommentar finden. Da steht einer. Sehr klug. Notfalls Runde springen und messern. Erkennt man es noch? Ja, erkennt man halbwegs. Ja, schwierig. Ah, nervig. Das war meine Mom. Haifischflosse. Wofür haben wir mit der nochmal so? 38. Okay, wir nehmen doch die Waffe. Wir könnten jetzt da hoch. Ich war leise und wir sind tot. Sehr gut. Ach, Kopfhörer vielleicht draußen lassen, damit wir bekommen, wenn die kommt. Zwar fällt das Schild aufhängen. Deswegen habe ich jetzt immer nachts aufgenommen. Naja, okay, kann man nichts machen. Und ein Auto fährt vorbei. Ist das schön. Fenster ist auch zu. Späher eine erste normalische Festung aus. Oh oh. Oh 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 oh. Ich habe jetzt auf 30% gestellt. Nachdem ich ja eh gestört wurde. Die sind weg. Okay. Wir gehen jetzt ausnahmen. Was haben wir da? Okay. Was haben wir noch? Was haben wir da noch? Schalldämpfer. Okay.
Okay. Automatikvisier wechseln. Okay, die hört sich das Licht aus. Und die hat mit Schalldämpfer. Perfekt. So, ich möchte diesmal von der anderen Seite herkommen. Nachdem wir gerade eben so gescheitert sind, so glücklich. Versuchen wir es jetzt mal von dieser Seite aus. Weil sie war eigentlich auf dem Dach und dann vom Dach aus zu snipen, beziehungsweise mit Maschinengewehr einfach runterschießen. Aber wir könnten mal da vorne aufs Aussichtspunkt. Außer wir sind nicht ganz, aber vielleicht haben wir da drüben einen besseren Überblick über alles. Und gegebenenfalls können wir von dort oben auch snipen. Gegebenenfalls. Muss ja nicht sein. Wäre fies, wenn wir da snipen würden. So. Hinlegen. Ah.